Ja, Johannes, ich liebe dich auch. Das chinesische Essen verbindet uns auch. So, jetzt habe ich endlich verstanden, warum die Schweizer eine Armee brauchen. Letzte Woche war ich noch in der Schweiz und Bruno hat erzählt, er muss abends immer noch, wie heißt das, üben gehen, Schießen üben, ja. Preis dem Herrn für die Schweizer. Als sie zurückkamen, habe ich ihr wieder einen Koffer Schokolade mitgebracht für meine Frau. Übrigens, hallo Schatz, ich bin hier. Meine Frau, guck gerade zu. In den letzten 6, 7 Wochen war ich fast jeden Tag unterwegs mit AVC in verschiedenen Ländern. Und ja, ich freue mich bald, dass ich wieder ein bisschen Zeit mit meiner Frau genießen kann. Während des Lobpreises kommt ein Wort auf mich zu. Das möchte ich uns kurz vorlesen. In 2. Chronik, Kapitel 7, ist uns sehr, sehr bekannt. Hier wurde von der Anweihung des Tempels von Salomo gesprochen. Das sagt, als Salomo zu Ende gebetet hat, da fuhr das Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer, Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllt das Haus. Und die Priester konnten nicht in das Haus des Herrn hereingehen. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllt das Haus des Herrn. Und alle Sünder Israel sahen das Feuer herabkommen und die Herrlichkeit des Herrn über das Haus. Da knieten sie mit dem Gesicht zur Erde und flatterten nieder und beteten an. Und alle priesen dem Herrn, denn die gütig, er ist gütig und seine Gnade wird ewiglich. Soll ich ein Mikrofon wechseln? Und ist gut? Okay. Und Salomo hatte 22.000 Rinder, 120.000 Schafe dargebracht. Ganz viel Steak. Und Salomo konnte alles vollbringen, was in seinem Herz gegeben wurde. Und hier habe ich während des Lobpreises gelesen. Und plötzlich erschien der Herr den Salomo in der Nacht und sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet erhört. Und ich möchte diese Stadt zum Opferhaus erwählen. Und dann sagt der Herr zu Salomo: Wenn ich Himmel verschließe und keine Regen mehr fallen lasse und wenn ich Heuschrecken losschicke, alles abzufressen und wenn ich die Pest unter mein Volk sende, was würdest du machen? Wenn wir Europa anschauen, wenn wir unser Land anschauen, Deutschland, da können wir vielleicht auch ein bisschen von zugeschlossenem Himmel, vielleicht ein bisschen von Heuschrecken, von Nöte, vielleicht auch von Angst. Und Gott sagt: Wenn ich das alles zu meinem Volk schicke, was würdest du machen? Weil mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihr Sünde vergeben und ihr Land heilen. Und jetzt werde ich meine Augen öffnen, meine Ohren aufmerksam sein auf das Gebet an diesem Platz. Sascha hat gesprochen: Wie erkenne ich meine Berufung?
Und ich mache die Vorsetzung, wie lebe ich meine Berufung? Was ist unsere Berufung? Wo ein Land erfüllt ist mit Trockenheit, mit Nöten, mit verschlossenen Himmel, mit Heuschrecken, mit Angst. Was ist unsere Berufung? Weil mein Volk betet, weil mein Volk in Angesicht, mein Angesicht sucht, weil mein Volk sich vom bösen Wege umkehrt, mir danach rausschreit, ich möchte vom Himmel her kommen. Bevor ich anfange, das Wort Gottes zu predigen, ich möchte uns alle aufstehen. Lass uns bitte aufstehen. Noch einmal auf unser Platz. Heute Nachmittag, mein Herz wurde zutiefst bewegt von dem Zeugnis von Sudan, von Zeugnis von Äthiopien, von Zeugnis von Ukraine, von Russland und so weiter. Und lass uns in diesem Moment, wenn es geht, lass uns auf den Knie gehen. Sagen, Gott, wir möchten zu dir rufen. Wir möchten in diesem Moment unsere Berufung leben. Wir möchten in diesem Moment unsere Berufung leben. Herr, hab Erbarmen mit Deutschland. Hab Erbarmen mit Deutschland. Hab Erbarmen mit Europa. Hab Erbarmen mit der Schweiz. Hab Erbarmen mit Frankreich. Hab Erbarmen mit Polen. Hab Erbarmen mit Estland. Komm, erhebe deine Stimmen zu Gott. Sag Gott, wir schreien zu dir. Wir rufen zu dir um Hilfe. Kurana barana salala barana kuruno buruni sidide. Herr, habe Gnade mit meiner Familie. Herr, habe Gnade mit meinem Leben. Herr, habe Gnade mit meinem Herz. Herr, habe Gnade mit meinen Gedanken. Habe Gnade mit meiner Gemeinde, Herr. Habe Gnade mit der AVC, Herr. Habe Gnade mit den 2000 Mitarbeitern weltweit von AVC. Gieß dann Regen wieder aus, Herr. Öffne wieder den Himmel, Herr. Lass die Heuschrecken wieder abhauen, Herr. Kurana barana siara barara barana shiri di 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 Torono buruno sodono kurono buroni biana barana sararaba. Herr, wir möchten nicht vergessen, das ist unsere Berufung, vor dir zu knien, dich zu suchen, nach dein Angesicht zu suchen, zu dir auszurufen. Sage, Herr, sende deine Mitarbeiter raus in deine Erntefeld. Gib uns Kühnheit, gib uns Mut, voranzugehen. Halleluja, Halleluja. Wir preisen dich, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Lass uns wieder Platz nehmen. Dankeschön. Lebe deine Berufung. Römer Kapitel 8, 28 sagte zu uns, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten wirkt. Alle Dinge, die zum Guten wirkt, die nach Gottes Vorsatz berufen sind. Wirklich alle Dinge wirkt zum Guten. Erleben wir wirklich nur gute Dinge im Leben, in unserem Dienst, in unserem Herzen, in unserer Gemeinde, in unserem Missionsfeld, in AVC, in Deutschland und dort, woher ich komme? Erleben wirklich nur Gutes? Nächsten Dienstag, ich gehe für meinen Vater für 2 Wochen nach China. Ich besuche die ehemalige inhaftierte Pastoren. Das sind alle Pastoren, die kaputt sind. Nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf, auch im Herzen. Manche sind so bitter gegenüber Gott. Und Vater gesagt, die sind Väter, die sind Mütter, wir dürfen sie nicht im Stich lassen, egal in welchem Zustand sie sich gerade befinden.
Gottes Wort sagt nicht, dass nur gute Dinge zu unserem Besten wirken, sondern alle Dinge. Alle Dinge heißt die guten und die schlechten. Die Verfolgungen, Leiden, Not, Schmerzen, Missverständnis, Verachtungen, Verspotterungen, Dinge, die wir nicht begreifen. Im Psalm Kapitel 3, König David sagt, Herr, wie zahlreich sind meine Feinde, die sagen zu mir, ich habe keine Hilfe bei dir gefunden. Die sagen zu mir, du hast mich im Stich gelassen. Du bist nicht ein guter Gott, du bist nicht ein treuer Gott. Herr, warum hast du mich im Stich gelassen? Gestern hat noch ein Bruder bei mir angerufen. Der sagte, Isaac, hast du eine Adresse in Holland? Wir haben einen Missionar, die kommen von der Mission zurück. Die ist kaputt, ausgebrannt, freudelos geworden. Hast du eine Adresse, wo sie hingehen kann? Ich sage, ja, ich schick's dir. Menschen sagen zu dir, du hast keine Hilfe, du hast keine Gunst, du hast kein offener Himmel bei Gott, in deiner Gemeinde, in deinem Missionsplatz. Wie oft hat der Vater, wie oft habe ich Gott gefragt, Gott, warum muss ich auf der Straße leben? Warum Vater ist 14 Jahre lang im Gefängnis und viele sagen zu mir, guck, der hatte keinen Vater. Gott hatte kein Problem, wenn wir ihn Fragen stellen. Gott hatte kein Problem, wenn wir zu ihm schreien. Gott hatte kein Problem, wenn wir ihn hinterfragen. Gott, wo warst du? Wo bist du jetzt? Wir können alles Gott Fragen stellen, aber eins dürfen wir von David lernen. Im Psalm 3 zum Schluss, er sagt, aber du, Herr, bist mein Fels. Du bist mein Bock, du bist mein Gott, du bist meine Hoffnung, du bist mein Licht, du bist der Gott, der mir Kraft gibt, dass mein Haupt wieder zu dir aufheben können. Halleluja! Liebe Missionar, liebe Freunde, liebe Geschwister, egal wie jung bist, egal wie alt du bist, wenn du Fragen in deinem Herzen hast, wegen deiner Berufung, ob das wirklich Gott dir gegeben hat, ob du wirklich klar gehört hast, sag zu Gott, Gott, du, dennoch, aber du, Herr, bist mein Fels, du bist mein Bock, du bist mein Gott, du bist meine Hirte, du lass mich nicht im Stich, du bist mein Vater. Liebe Freunde, liebe Geschwister, Jesus liebte dich. Jesus liebte uns. Lebe deine Berufung weiter. Nicht nach dem Vorsatz Deutschland. Deutschland hat viele Regeln. Ich würde sagen, Deutschland ist König von Gesetz. Berufung, Missionaren, hier sitzt viel. Pastoren sitzt viel. Mitarbeiter von Gemeinde. Ja, du bist doch ein Mitarbeiter von der Gemeinde. Du bist doch ein Pastor. Du bist doch ein Missionar. Du bist doch 24 Stunden, 7 Tage der Woche bereit sein. Ich lasse manchmal mein Handy im Auto. So habe ich eine Ausrede. Oh, ich habe nicht gehört. Meistens, wenn jemand anruft, ja, ich habe Krankheit, ja, ich habe Probleme, ja, das und jenes ist passiert, du musst und du sollst schnell. Aber hier sagt, nach seinem Vorsatz, nach seinem Berufung hat er uns berufen. Wenn der Herr spricht, wenn der Herr ruft, ruft er nicht wie Menschen, der ruft. Nicht nach wie Vorsatz und Regel die Menschen stellt, sondern nach seinem Vorsatz. Barmherzig ist der Herr.
Nicht unser General im Himmel, nicht unser Diktator im Himmel, nicht unser Vorsitzender im Himmel, nicht unser Boss im Himmel, sondern unser Vater im Himmel. Wir haben einen Papa. Das ist sein Vorsatz. Lass dein Herz wieder ermutigt werden. Wenn der Herr ruft, dann sagst du, Herr, ich möchte gehen. Ich habe ein Lied, möchte mit euch singen. Wo du hingehst, will ich folgen. Wo du hingehst, will ich folgen. Wo du hingehst, will ich folgen. Ich geh mit dir, mein Leben lang. Du darfst gerne mit mir singen. Egal in welchem Zustand dein Herz, deine Gedanken befinden, singe vom Herzen zum Herzen, Herr, egal wo du hingehst, egal wo du mich führst, ich möchte bereit sein, ich möchte Ja sagen. Ich gehe mit dir, Herr. Es gibt keinen besseren Ort, wo ich sein kann. Ein Tag bei dir ist 10.000 Tage besser als woanders. Singe vom Herzen mit mir. Als dein Gebet, als deine erneute Entscheidung heute Abend. Wo du hingehst, will ich folgen. Wo du hingehst, will ich folgen. Wo du hingehst, will ich folgen. Ich geh mit dir. Mein Leben lang. Singe nochmal vom Herzen. Wo du hingehst, will ich folgen. Wo du hingehst, will ich folgen. Wo du hingehst, will ich folgen. Ich geh mit dir. Mein Leben lang. Danke, Jesus. Der Herr ruft uns. Seine Gnade ist besser als unser Leben. Jemand sagt zu mir, junger Mann, drei Dinge musst du wissen, das sind wichtig im Leben. Das erste ist die Geburt, dann Geburt zu Gott und für Gott. Und zweitens, eine wunderbare Frau zu finden oder einen wunderbaren Mann zu finden. Habe ich schon in Brasilien. Halleluja. Und drittens, deine, warum bin ich hier auf dieser Erde? Deine Berufung, deine Bestimmung und deine Calling zu finden. Das ist die dritte wichtigste Frage. Tag in deinem Leben. In deinem Beruf wurdest du bezahlt, dass du leben kannst. Aber in deiner Berufung wurdest du extra dafür gemacht. Geboren, geschaffen, begabt. Gesalbt und zu sich gezogen. Die ganze Bibel redet von Berufungen, angefangen mit Noah, Abraham, Jakob, Isaac, David, Saul, Jephtha, Nehemia und so weiter, Apostel Paul. Heute Abend, der Herr ruft dich immer noch. Wir haben zu dritt vor dem Gottesdienst noch gebetet. Unser Gebet war es, Herr, lass heute Abend Menschen Berufung erkennen. Lass Menschen heute Abend einen Ruf Gottes vom Herrn empfangen. Lass uns heute Abend anfangen, wieder mit Gott zu gehen. Gott ruft dich, egal wie alt du bist.
Kaleb war 85. Egal wie jung bist, Samuel war ein kleines Kind. Lass dich rufen. Wir sind hier nicht hier auf der Erde, um zu schlafen, um zu arbeiten und irgendwann tot sein. Wir sind hier für höhere Dinge, für schönere Dinge, für größere Dinge. Die größer ist als unser Leben. Die besser ist als unser Leben. Und dafür sind wir geboren. Dafür hat der Herr uns gesehen, als wir noch im Mutterleib waren. Der hat uns gerettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz oder Gnade. Nach seinem Plan, nach seiner Stimmung, nach seinen Träumen. Und 1. Petrus, ich habe jetzt zwei Worte uns gesagt. Wir sind ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Du fragst, Bruder Isaac, ich weiß nicht, was meine Berufung ist. Wie soll ich meine Berufung leben? Jeder von uns haben eine Berufung, nämlich damit wir dem bezeugen, der uns vom Finsternis herausgeholt hat, ins sein wunderbares Licht. Früher waren wir nicht sein Volk, aber jetzt sind wir sein Volk. Früher haben wir Barmherzigkeit nicht empfangen, aber jetzt haben wir Barmherzigkeit empfangen. Und das sollen wir unseren Mitmenschen erzählen. Das ist unsere Berufung. Amen. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereit hat. Dass wir darin wandeln sollen, hat der Sascha schon gesprochen. Hier sagt, wir sind sein Werk. Die andere Übersetzung heißt, wir sind sein Meisterwerk. Der beste Stück. Der beste Stück. Der härteste Stück. Das Beste, was der Herr jemals erschaffen hat, das bist du und das bin ich. Das bist du und das bin ich. Das beste Stück von der ganzen Schöpfung. Die Kronen der Schöpfung sind wir. Du bist kein Zufall. Ich bin auch nicht zufällig nach Deutschland gekommen, mit der Hilfe von AVC. AVC ist mein Zuhause. Aber das ist nicht ein Zufall, dass wir hier sind. Gott hat dich, Gott hat mich mit Schönheit erschaffen, mit Autorität, mit Göttlichkeit, mit Würde, mit Macht, mit Weisheit. Mit alles, was Gott hat, nach seinem eigenen Ebenbild, mit seinem Geist hat er uns hineingehaucht. Und dann wir wurden eine lebendige Seele. Er hat uns eine Aufgabe gegeben. So sagt im Römerbrief, die ganze Schöpfung schreien danach, nach der Offenbarung der Kinder Gottes. Liebe Schwester, lieber Bruder, wenn du heute noch mit jedem und mit jedem vergleichst, wenn du immer neidisch bist, wenn du immer unzufrieden bist, weil die anderen besser predigen können, weil die anderen besser aussehen oder die anderen bessere Missionsbiss aufgebaut haben oder die anderen besser erfolgreich sind. Ach, ich bin ein kleines Stück. Hier ist das Wort Gottes für dich. Du bist kein Zufall. Du bist das Herzensstück von unser Gottvater. Du bist das Herzensstück von unser Gottvater. Er liebt dich. Er hat einen Ruf für dein Leben, bevor du überhaupt geboren wurdest.
Denkst du, das ist Zufall? Wer glaubt, sagt ein Amen dazu. Gottes Wort sagt, als er aber Gott wohlgefallen, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert durch seine Gnade berufen hat. Ich war damals in 7 Monaten im Bauch von meiner Mutter. Mein Vater saß im Gefängnis wegen des Evangeliums willen. Da kommen die Polizisten zu uns nach Hause, die sagen, das Kind muss abgetrieben werden, 2 Tage später. Meine Mutter hat gebetet, Herr, lass das Kind nicht sterben. Gott erhört Gebet, weil er lebendiger Gott ist. Niemand ist wie unser Gott. Und einen Tag vor der Abtreibungstermin wurde der kleine Isaac geboren. Wie kann ich sagen, ja, Zufall. Vom Mutterleib an, er hatte mich gesehen, er hatte mich geformt mit den Wörtern, mit der Gabe, mit der Autorität, mit dem Weg, mit dem Plan, mit einer Bestimmung. Berufen. Jeremia sagt, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonnte dich aus, ehe du von Mutter geboren wurdest. Ich habe dich bestellt zum Propheten für die Völker. Ich habe dich bestellt. Aber ich sagte, ach Herr Gott, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung oder ich bin zu alt. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende. Und predige alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir. Ich will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr strecke seine mächtige Hand aus und rührt meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Zungen. Ich lege meine Worte in deinen Mund. Es gibt eine Missionarin, heißt Marie Monson. Die hat in Südchina Chinesisch gelernt, aber in meiner Heimat das Evangelium gepredigt. Das ist so, wie wenn man auf Finnisch hier predigen würde. Wer versteht Finnisch? Nada, niemand. Und diese Frau hatte, bei den Chinesischen, man muss ganz genau aufpassen, wie man die Worte betont. Zum Beispiel Ma, 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 Ma. Das heißt Pferd, Pfefferschaf, Mutter und beschimpfen. Also zwischen Schwiegermutter und Pferd muss man ganz genau unterscheiden können. Meine Schwiegermutter kommt aus Brasilien. Und diese Missionarin hat in der Bibel so gepredigt, die Apostelgeschichte. Sie sagte, ein großes Schiff fährt auf den Stein, weil sie falsch ausgesprochen hat. Meine Großmutter hatte gesagt, Opa, guck mal, dieser Jesus von Europa. Normalerweise, Schiff fährt auf den Wasser. Aber dieser Jesus ist so groß, er kann sogar Schiff auf den Straße, auf den Steine fahren lassen. Dies ist ein großer Gott, wir müssen an ihn glauben. Haben wir auch nur eine Ausrede? Haben wir nicht. Viele Menschen sagen zu mir, Isaac, bring uns bei, wie man predigt. Ich sage, es ist ganz einfach, zwischen die zwei Lippen. Was rauskommt, ein Vokabular, eine Theologie, ein Sätze, an Beschreibungen, ist begrenzt, ist limitiert.
Aber jedes Mal, wenn wir sprechen, wenn unsere Stimmen bewegt, es gibt eine andere Stimme in unserer Stimme. Es ist die Stimme des Heiligen Geistes. Es ist die Stimme Gottes, die den Herzen des Reich Gottes aufbaut. Amen. Es geht nicht um dich. Es geht auch nicht um deine Begabungen. Es geht nicht um deine Können. Es geht nicht um die Philosophie, Elemente dieser Welt, sondern es geht um die Kraft des Evangeliums. Es geht um den Geist Gottes. Er baute seine Gemeinde durch uns. Wir sind allein und einzig nur Werkzeug. Hier sind wir, Herr, sende uns aus. Vielleicht manchmal, ich möchte besonders zu all diejenigen sprechen, die enttäuscht sind in deiner Berufung, müde sind in deiner Berufung, kraftlos geworden sind in deiner Berufung. Manchmal, wenn mein körperlich müde ist, dann, so wie ich, dann schlafe ich ganze Nacht, 8 Stunden, dann bin ich nächsten Tag topfit, dann nachmittag noch 2 Stunden hinlegen. Aber was ist, wenn das Herz müde geworden ist? Du darfst gerne müde sein. Es gibt halt Niederlage. Paulus sagt, wir wurden auf den Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf. Vor aller Seiten wurden wir umzingelt, aber wir werden nicht ohne Ausweg sein. Wir werden bedrängt sein, aber wir werden nicht erdrückt werden. Als König David von der Schlacht zurückkam, sein Bass, sein Bass, seine Stadt wurden von dem Feind überfallen. Stadt niedergebrannt, seine Söhne, seine Frauen, seine Töchter und er wurde weggeschleppt. Und er und seine Männer, die haben von morgens bis abends geweint. Bis sie keine Kraft mehr haben. Der ganze seine Männer wurde in Tüten und er befand sich in großer Bedrängnis. Wenn die ganze Welt gegen dich ist, wenn die Männer und Frauen, die du selber groß erzogen hast, die aufstehen und gegen dich kämpfen und dich töten möchten. Lieber Bruder, liebe Schwester, es gibt noch einen Ort, wo wir hingehen können. Es ist Jesus. Es ist Jesus. Es ist Jesus. Da sagt David, steckte seine Hand im Herrn. Erneue deine Kraft in Jesus. Erneue deine Kraft im Heiligen Geist. Meine Zeit ist rum. Meine Zeit ist rum, dann höre ich auf. Lebe in deiner Berufung. Was ist die höchste Berufung in unserem Leben? Gemeinde, ich bin ein Pastor. Die Nöte der Menschen, es gibt immer. Mission, die höchste Berufung in unserem Leben ist. Gott sagt, sie sollen zu mir kommen. Sie sollen zu meinem Tisch kommen. Sie sollen mein Angesicht suchen. Sie sollen mir dienen. Sie sollen mir Opfer darbringen. Sie sollen mir nachen. In Hesekiel 44. Das ist unser Berufen. Gott ständig, jeden Tag, jeden Sekunden nah sein. Lebe deine Berufung. Sei connected mit Jesus. Komm, liebe Geschwister, lass uns zusammen aufstehen. Ich habe noch sehr, sehr viele zu sagen. Aber wenn das eine uns begriffen haben, dass
Es gibt einen Ort, wo wir hingehen können. Dort ist immer Kraft, dort ist immer Freude, das ist dort immer Erfrischungen. Dort ist einer, der uns niemals im Stich lässt, dass wir weiterhin in unserer Berufung leben können. Lass uns zu diesem Jesus kommen. Unsere Kraft, unsere Stärke, unsere Hände in ihm erneuern. Wo du hingehst, will ich folgen. Wo du hingehst, will ich folgen. Wo du hingehst, will ich folgen. Ich geh mit dir, mein Leben lang. Noch einmal. Wo du hingehst, will ich folgen. Wo du hingehst, will ich folgen. Wo du hingehst, will ich folgen. Ich geh mit dir, mein Leben lang. Kuranabarana sadadadadada. Komm, liebe Geschwister, der Heilige Geist ist hier gerade. Er sagt zu dir, ich rufe dich, zu meinem Herz zu kommen. Ich rufe dich, in meine Gegenwart zu kommen. Bei mir aufzutanken. Bei mir frische Kraft erfüllen zu lassen. Ich rufe dich, alle deine Sorgen, alle deine Bitterkeit, alle deine Verletzungen, alle deine Fragen vor mir abzulegen. Asche zu Freude. Traurigkeit zu Kraft Gottes, Hoffnungslosigkeit zu Zuversicht. Komm, liebe Geschwister, erheb deine Stimmen, erheb deine Stimmen. Koranabarane sararabarane shir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 i
aber es ist noch nicht zu spät. Komm doch nach vorne. Lass dich rufen. Komm doch nach vorne. Lass dich rufen von unseren beiden Männern Gottes, die heute gesprochen haben. Komm nach vorne und knie dich hin. Vielleicht bist du auch mit Krankheit gekommen. Vielleicht tut dir dein Rücken weh. Vielleicht tut dir deine Schulter weh. Vielleicht tut dir dein Knie weh. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist in deiner Familie ein Problem. Was auch immer es ist, lass uns doch gemeinsam